Neue Leonröhre und ich brauche Eine neues Mikro. Tischlampe. Meine nächsten Computer-PC-Anschaffungen sind neue Tastatur und Mikrofon. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer kleinen PES 2014 WM. Wir sind immer noch in der zweiten, dritten Qualifikations. Nein, wir sind in der. Scheiße, wollte ich mal schnell reden und Dritten. verquatter mich. Wir sind in der Dritten dritten Runde. Gruppenspielphase. Gruppe C, Chile gegen Japan. Crazy ist der Chilende und ich bin Japan. Bist der Japanische. Ich bin der Schielende, du bist der Japische. Okay. Japische, genau, der Japische. Ja, wenn ich Jap, der jap! Schielende bin, bist du der Japische. Jap, jap! Ey, was bist du? Ich bin Japisch. Japisch. Wo kommst du her? Aus Japsch. Ich komme aus Japsch. Eugenio Mena. Carlos Carmona. Der ist Oh. schön durchgekommen. Ach du Schwein! Er vergibt die Alter, die sind ja Möglichkeit, dass schnell er wieder wäre. unterwegs. Er Leck mich im hatte Arsch. keine Komme ich ja gar Anspielstation, nicht musste hinterher erst hier. alleine kommen. Nicht, das war ein Fehler. Möglichkeit von außen. Eugenio Mena. Schwacher Ball, lange Ball. Boah, ich wollte noch zurückpassen. Ich wollte noch zurückpassen, Mach doch mal schneller. zurückpassen. Komm. Oh, fuck. Jetzt aber. Und die Sonne vom Himmel geschossen. Das war nicht schlecht, aber Da das tat uns Publikum damit. Da. Da war wieder der alte Opa, ne? Ja, ein junger Opa geht auch schlecht. Geht schon, aber. See, Ja? crazy. Tasten, Jungopa, taub. Bin kein Opa, bin Onkel. Was? Nee, so nicht. Ja. Da geht er durch. Er schießt aufs Ja, 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 blong. Tor für Japan. So, das Ergebnis öffnet seine Tore. In solchem Duell kann ein Torhüter praktisch nicht gewinnen. Ja, genau, cooler Ball. Und Bock. Ja, ärgerlich so ein Ball. Bewegt sich sogar kaum ins Netz. Also Richtig. ärgerlich für dich, nicht für mich. Also. Ja, Freunde, wenn man sich's malen will, Ich freue mich. Oder ist der Ballverlust? Hier ist Ja. Sackgasse. Ein langer Lauf Richtung Nein! Der Unparteiische legt auf Foul. Hat einer ein Lineal dabei. Nein! Rot! Schwer zu beurteilen. Nein! Och, auch noch der mit dem Schnauzer. Was? Es gibt Freistoß und nicht ein Konter. Er schickt ihn runter. Du Scheiße, nein. Er den Ball gut in die Gefahrenzone flanken, aber ich schätze, er versucht es direkt. Oh! Boah! Enge Kiste, trotzdem Witzig. Da hing der Brocken schon unter Schlüpper. Der Ball war nicht schlecht, aber Was? für den Stürmer auch nicht gut genug. Hä? Ach so. Nee, okay. Keine Ahnung, ich bin gerade völlig durcheinander gekommen. Ich dachte, ich bin. Wach, du Sau, wegen meiner Idiotie, wegen meiner Blödheit, wegen meiner Dummheit, wegen meiner. Und ich dachte echt, dass. Ich passe auch noch zu deinem, verstehst du? Ich dachte, ich bin rot. Bin dann auch noch in die falsche Richtung gelaufen. Doppelkacke, würde ich sagen. Wow. Oh, der Ball, der war durchs Netz schon durch. Der ist wieder zurückgekommen. Der schwebte schon außerhalb des Netzes. Damit geht's wieder von vorne los.
Die Koordinaten dieser Partie sind neu gestellt. Es steht unentschieden und die große Frage jetzt, wer von den beiden will den Sieg? Wer von den beiden ist mit dem Unentschieden zufrieden? Und jetzt schießt er! Ach, und noch abseits. Natürlich. Ja. Wer kriegt denn den Ball? Crazy, bist du noch da? Da muss der Ball werden. Bonjour. Bonjour. Gut abgefangen. Nein! Isla. Boah. Das kann man. Alter. Sei mal froh, dass das nicht die Mutti gesehen hat. Boah. Ja, natürlich. Und weg ist der Ball. Ja, was ist denn hier jetzt los, Alter? Aus der Aktion wird nichts. Boah. Er schickt ihn in Richtung Eckfahne. Na. Oh, Alter, so ein Schwein. Oh, er schmeißt sich da. Oh. Dein Torwart war nämlich beschäftigt. Ein Abschluss war es, aber seien wir mal ehrlich, nicht so richtig vielversprechend. Komm her, Herrera. Vidal. Ja, mit dem Pass stehen sie sich selbst im Weg. Die Idee bei diesem Pass war nicht schlecht, aber die Ausführung, ja, die lässt zu wünschen übrig. Oh! Ich war ein Foul! Oh, richtig schön hinterfotzig so. Alter. Nee, der Ball ist weg. Der Ball kommt durch. Ach, bis er sich mal bewegt. Ach, der zählt doch. Bestimmt einfach voll reingeplutscht. Na gut, so schlimm war es nicht. Aber Hauptsache. Crazy, hallo? Mhm. Und jetzt los mit dir. Das kann interessant werden. Was denn? Was? Mann. So. Nee, ich bin weiß, nicht rot. Nein, ich bin die Weißen. Oh. Diesen Ball holt er sich. Ja, drin. Oh. Tor für Japan. War es das für sie? Und der Ball wird abgefälscht und landet im Netz. Jetzt sind sie vorne. Er ist nicht vom Ball zu trennen. Jetzt könnte er flanken. Ach, wo er wieder hinschießt. Da tankt er sich durch. Er cheatet. Und jetzt versucht er. Oh. Technisch brillant gemacht, aber den muss er natürlich. Ha, wie das Publikum boot. Es ist mir scheißegal, ihr blöden Assis. Auch wenn der Ball nicht sitzt.
Blue, crazy. Du musst mal ganz ruhig sein. Du vorhin so. Ja, siehst du, aber jetzt weißt du, wie es mir dann immer geht, wenn das so dann irgendwie so. Jetzt einfach mal nichts sagen und konzentrieren. Und abgefangen. Hey. Oh, jetzt zieht er auf. Du Jemine. Gefährlich. Och. Der Ball und er verschmelzen zu einer Einheit, aber er nutzt diese Chance nicht. Crazy stirbt so. Ach, naja. Welch tragisches Ende für die Schielenden. Er hebt ihn rein. Da! Was für ein Tor! Erst schillernd, dann schielend. Sie sind endgültig wieder da. Rückschläge wegstecken und verdauen und dann dagegen halten und zum Ausgleich kommen. Das ist geradezu ein Markenzeichen. Okay, gerade ist umgedreht. Erst schielend, dann schillernd. Exzellent macht er das, dieser Strolch. Da reißt er noch die Arme in die Höhe, aber der Torwart hatte keine Chance bei diesem Lupfer. Ja, der Grazi hat mal wieder so ein hässliches Lupftor gemacht. Ja. Letzter Ausweg, Lupfer. Ein Tor. Und damit ist ja alles Makulatur, was wir bislang gesehen haben. Alles wieder auf Null. Also pari pari. Und jetzt bin ich mal gespannt, wer von den beiden mit diesem Unentschieden nicht einverstanden ist. Die Abwehr greift hier rechtzeitig durch. Oh. Gutes Defensivverhalten. Na. Nee, so nicht. Starke Defensive. Ja, Mann, wieder kurz zwischen gewesen. Lauf doch mal hin. Der Ball ist weg. Ich hab dir mal die Beine gegeben. Er macht nix. Ich dachte mal, gebe ich dir mal eine Chance. Lauf schneller, lauf schneller, lauf schneller. Lauf doch mal schneller. Na, lauf, ein, bleib stehen, der bleibt stehen, der latscht dich. Das war doch wirklich kein gutes Zuspiel. Mann. Boah, Mann. Stark durchgesetzt und jetzt hat er Platz. Da ist die Chance zu flanken. Die Flanke ist keine Gefahr. Wow. Ein langer Ball nach vorn. Lauf los! Och ja, er schläft los, bald ein. Oh, 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 oh. Da ist die Möglichkeit. Und oh. Sensationelles Dribbling, das ist Dribbeln in höchster Vollendung. Vielleicht hat ihm ganz am Ende beim Abschluss die Konzentration gefehlt. Ja, ja. Die Ecke kümmert sich. Apropos, im letzten Spiel geht die Viewer-List mal. Wahnsinn, oder? Gut abgefahren. Keine Ahnung, bei mir geht sie nicht. Er fängt ihn wieder ab, der Arsch. Er versucht, den Ball reinzuflanken. Ahahaha. Scheiße. Starke Defensivaktion. Der ist schön durchgekommen. Durch die Abwehr. Die Chance. Oh. Der Pass kam genau. Mann. Die Passgenauigkeit ist aller Ehren wert. Die Abschlussgenauigkeit zumindest in dieser Szene nicht. Huh?
Wieder. Wieder. Hui. Und da. Hui. Er kriegt den Ball. Nutzt er die Chance. Exa. Boah. Boah, drin. Tor für Japan. Die wichtige Führung. Ist das sowas wie die Vorentscheidung? So, Hansi, und jetzt bist du dran. Der stille Crazy. Ich kann mir vorstellen, der Trainer wahnsinnig. Da arbeitest du die ganze Woche natürlich auch an deiner Defensive. Es ist sowas von ungewohnt, wenn du so still bist. So frei vor dem Kasten. Kann auch gern fluchen. Wenn du das möchtest. Ne? Ne? Was denn? Ne? Das ist die Führung. Hast du doch gesagt, ne? Oh! Schwach gespielt. Alter! Und weg ist die Kugel. Das ist eine gute Chance. Und ach, schade. Mit der ersten Hälfte. Alter, leck mich an den Eiern, ey. Nein. Der Start in die zweite Hälfte. Und er ist immer noch am Ball. Nein. Das war ein Foul. Tja. 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 Och, da nörgelt er noch, die Pötzaui. Boah, der Adern am Auge, hast du gesehen? An der Schläfe, die Adern. Gut, hat er nicht gesehen. Bin ich so allein hier? Oh, jetzt nicht mehr. Ich hab doch gedrückt, Marsha! Alter. Erstmal noch den Abwehrspieler noch ordentlich hier mal die Beine gebrochen. Aber naja, passiert so in dem ganzen Spielverlauf und so, bei der ganzen Action kann schon mal Beine gebrochen werden. Oder auch Kartoffeln. Oh, Beschiss! Oh, geil! Geh weg! Lass mich in Ruhe! Oh, Alter! Ich finde dein Fluchen ja gar nicht mal so fluchig, weil du machst ja immer bloß und du wirst dann auf einmal so zum Wildschwein oder so. Ja. Mist! Er wird auf einmal zum Tekken. Hadouken! Na gut. Was für ein Lob! Das ist die hohe Fußballkunst. Ein schöner Heber über den Keeper. Und damit hat er den ein schöner Heber. Das ist für ihn heute schlicht und einfach der perfekte Tag. Aber trotzdem, der Sofort wäre sowieso woanders gerannt. Meine Heber gehen auch rein, bloß die nützen nichts, hätte ich nur nochmal schießen können. Und mit einer 2-Tore-Führung geht's jetzt weiter. Sie führen souverän, sie müssen jetzt eigentlich nur noch versuchen, Ball und Gegner so weit wie möglich vom eigenen 16-Meter-Raum fernzuhalten. Lauf. Starke Defensivaktion. Stehen auch alle so behindert hier. Oh. Da geht er alleine. Ach, Scheiße. Mein Vorteil. Immer komme ich an den Füß. Solltest vielleicht mal Gret Sprung machen, dass du an den Kopf kommst.
Aber trotzdem hat er ja mal Vorteil und so, weißt du? Ach komm, ich hab doch eh nichts zu verlieren. So, was ist da? Die Abwehr greift hier rechtzeitig was durch. Was stimmt, was zu verlieren, also. Ach. Lauf! Lauf, mein Bub! Bubi! Yeah! Schieß doch mal bei hinterher! Jetzt noch englische Untertitel. Ja. Schon wären wir bei Capcom. Yakuza. Yakuza, du lässt grüßen. Hatatatata. Hatatatata. Und dann noch Übersetzungsfehler im Englisch. Was? Dann sehe ich das Tor schon vor mir. Gut gemacht. Der Outpass ging vor. Ein guter Lauf. Sie suchen nach Räumen. Schon jetzt? Ja, pass mal auf, wie das aussah. Alter. Pass auf, Alter. Oh ja. Im Flug ist er gefallen. Naja. Naja, du bist ja geflogen. Dabei habe ich dich in der Luft gefoult. Och. Gemacht. Hätte mir aufziehen sollen. Aber auch guter Torhüter. Das kann man. Komm doch in mein Team, wenn du Japanisch sprichst. Mein Team, wenn du Japanisch sprichst. Oh ja, ich weiß auch. Watasakata. Watatabataka. Bossa! Ich hab mir echt schon überlegt für das Dynasty Warriors Let's Play, da gibt's kostenlos Japanisch Language Pack. Hab ich schon überlegt, ob ich mir das runterlade, weil das fetzt irgendwie viel mehr, wenn die da Japanisch quatschen. Weil die so, watasada, matataka. Was mach ich denn? Was? So reden dann halt. Er hat wieder meinen Satz verbrüllt. Jawoll! Schöne Torschance und ich. Oh! Zusammen. Hallo? Tor? Ball? So rum, genau. Was? Na komm, schieß den Tor. Oh, das ist schon mal besser, Alter! Watzaka. Das kann interessant werden. Was soll ich das? Ist keiner. Isla. Lauf. Jetzt wirst du mal so rein zufällig so ein Japaner bei uns so reinkommen in auf Twitch und so. Hey, cool, meine Landessprache. Endlich habe ich mal welche auf meiner Sprache gefunden. Stell dir mal vor, ich sammle wirklich irgendwas, was sogar Sinn ergibt. Was? Der hat gesagt, das ist ein Penner, was sagt man denn? Ungefähr, ne? Was hat denn jetzt die nackte Frau im Käfig mit dem Fußballspiel zu tun? Alter. Alter, ich bin Chile und nicht Japan, ne? Ja. Hättest du dich aber lieber mal Japan nehmen sollen mit der Landessprache. Wozu ist er, Rosa? Oh, Tsuyuki! Hast du gesehen? Alexis Sanchez! Wozu?
zurückerobert. Hoi! Fight! Hoi! 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 Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Alter, die Geräusche, das ist... Was? Was denn? Die scheiß Chiliano, oder? Chiliano. Chiliano. Hui! Hui! Motorsau! Alter, ne. Ich glaube, ich muss nur das Language Pack ziehen. Nächste Session von Dynasty Warriors mit japanischem Language Pack. Einfach nur, um Fußballspiele mit Crazy zu gedenken. Was das immer? Das ja. Ich glaube, die nächste Session von Dynasty Warriors wird episch werden. Da werde ich wohl mit auftauchen, sozusagen. Zumindest deine Landessprache. Was? Hui! Das ich hau ab mit dem Ball. Wo muss ich ihn hin? Ach, ich hab keine Ahnung. Stopp da hin. Vidal. Alexis Sanchez. Hui! Hui! Was? 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 Sitz! Was? Japanischer Hund macht nicht Wau, sondern was? Gut, aber nicht so gut. Die letzten 5 Minuten dieses Spiels laufen. Unter! Ja! Unter! Hoi, er faul! Faul! Alter! Ey. So übelst krampfig dazu zu hören. Warte! Und er macht sich den Weg frei. Gefahr fürs Tor. Sehr gut geklärt vom Tor. Jetzt lasse ich mal einen Japaner raushängen. Warte, hoi. Schick den down. Der Sanchez schießt und. Hui. Japaner nimmt an. Mann! Was? Alter. Was? Aua. Ja, guck dir das doch an hier. Ja, ich. Aua. Boom. Messer. Pizza. Herein. Alexis Sanchez. Was da? Jetzt! Holt! Lancelot! Was hat er? Was denn jetzt? Lancelot? Hast du gerade Lancelot gesagt? Ah, du hast gefault! Bah! Bah! Warte! Stimmt, so ganz komische Worte wie Blutzucker oder. What the fuck? Das habe ich auch verstanden. What the fuck? Was? Vielleicht noch eine letzte Chance. Messasa. What the fuck? Sinus. Hui! Hua! Hm? Ha! Fehlt nur noch dieses. Ey, what the fuck, ich hab's so gemacht! Oh, meine lieben Freunde, das war's vom Spiel Japan gegen Japan! Was? Hallo, ich muss ganz schnell abbrechen. Okay. Ja, wir sehen uns dann. Also heute war's das, liebe Twitchies. Ich hab auch immer ein neues Wort für den Twitcher.
Liebe Twitch-Zuschauer, das war's für heute. Morgen geht's natürlich weiter auf Play Gamers Check wie immer und bis dahin. Ciao. Tschüss.